Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary Edition unter Linux mit Proton, DXVK und so weiter aus der Master Chief Collection für den PC auf Steam. So, ja, wie auch immer. Oh, das kann ich mir noch angucken. Empfindungsfähiges Leben hervorbringen könnten, innerhalb dieser Reichweite liegen. In Wahrheit könnten es aber noch viel mehr sein. Und wenn alle Anlagen von Installation 00 aus gleichzeitig abgestimmt und aktiviert würden, würden die sich überlagernden Wellen diesen Effekt verstärken und jedes uns bekannte Sternensystem abdecken. Und das bei dem Einsatz von gerade mal 7 Halos. Wenn alle 12 Ringe überlebt hätten und eingesetzt würden, die Sterilisierung wäre weitreichender, als die meisten Blutsväter es jemals befürchteten. Aber sogar mit nur 7 Ringen waren wir dazu in der Lage, jede Spur der Flut zu vernichten und mit ihr jegliches empfindungsfähige Leben. Dieser Sieg war der Wille unseres Volkes, obwohl es auch unser Ende bedeutete. Aber nach unserem pyrrhischen Maßstab war es ein Sieg und er bereitete den Weg für den Rest des Plans der Bibliothekarin. Ich frage mich manchmal, ob der Didaktiker nicht zu einem weit geringeren Preis Erfolg gehabt hätte. Ich habe selbst die Torheit begangen, mich ihm zu widersetzen. Und seine Brillanz war ohnegleichen, vielleicht abgesehen von ihrer. Er hatte nie die Chance, seinen Vorschlag vollständig auszuführen. Der Raj sorgte dafür. Aber wenn etwas mit einem der Halos schief ginge, wenn unsere Werkzeuge jemals gegen uns verwendet würden. Wahrlich langfristige Pläne. Gut, ja, Recap der letzten Folge. Wir haben herausgefunden, dass die Halos alles Leben platt machen, inklusive der Flut, wobei, ja doch, die sind ja auch biologisch. Naja, und das wollen wir jetzt gerade verhindern und deswegen haben wir jetzt die Wächter in unserem Arsch und, der kleine Dude ist auch nicht auf unserer Seite und, naja, Energiewaffen wie diese hier sind besonders hilfreich gegen die Wächter von denen. So, ja, genau, so sieht's aus. Und jetzt müssen wir hier raus, wir suchen die Pille auf Autumn, wollen die zünden, um das Halo zu zerschrotten. Ob und wie gut uns das gelingt, bleibt noch aus. Na gut. Brauchen wir uns nur noch um die Reste zu kümmern. Ganz schön stabil das Glas hier mal wieder. Hat seinen eigenen Dude in den Arsch geschossen. Auch eine super Idee. Den finde ich eigentlich mit dem Ghost hier rein, hä? Wo ist der schon wieder hin? Wo ist unser Ghost, den ich hier geparkt habe? Hätte ich doch gerne wieder. Sieht mir nicht nach Schnee aus. Stelle noch nicht auf. Aber wir müssen Zeit gewinnen für den Fall, dass der Illuminat oder seine Wächter es schaffen, Halos ultimative Waffe ohne den Index zu aktivieren. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus 3 Phasenpulsgeneratoren, die Halos Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Der Energiepegel ist enorm. Es wird Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu berechnen. Wenn wir diese Generatoren beschädigen oder zerstören, muss der Illuminat sie reparieren, bevor Halo benutzt werden kann. Das gibt uns Zeit. Okay, also machen wir zuerst die Energiedinge kaputt. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem NAV-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Bin ich voll dabei.
Ah, okay. Ich dachte, dass das ein schräg ist, dass wir nicht direkt sterben, wenn wir runterfallen. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem Nav-Punkt. Oh, doch, ist Schnee. Unbrauchbar machen. Wobei, ist das Schnee oder ist das schon Pollenzeug zu der Flat? Shit, hat er uns auf die Fresse gegeben. Mit dem Ghost hier runter wäre so viel einfacher. Boah, ich habe genau eine von euch erwischt. Totally worth it. Ah, das war nur halb so cool, wie es in meiner Vorstellung war. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem Nav-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. So, schon viel besser. Praktisch, da kann man auch runter. Benjis? Welche Benjis? Ich sehe keine Benjis. Ach da. So viel zum Thema gut. Och Mann! Warum ist denn da kein Kontrollpunkt zwischendrin? Warten Sie, wir sollten eine dieser Banshees nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Impulsgenerator. Ja, halt die Fresse, Mann, das hatten wir doch schon. Bla 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 bla, ich höre dir gar nicht zu. Ja, ich weiß. Rechtzeitig zum Impulsgenerator. Woher kam denn jetzt schon wieder die Scheiße? Ich hab keinen Bock mehr. Halt die Fresse, Alte. Ich hab da gerade so keine Nerven mehr für. Halt einfach die Backen. Mit einem Nav-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Hab verstanden, das ist die Sprachlautstärke, wenn man online spielt. Ist das denn jetzt zum Kotzen oder ist das jetzt zum Kotzen? Halt die Fresse, Cortana! Alter, ich hab grad so einen richtigen Hals. Ich
Meine Güte. Ich will hier einfach nur noch weg. Warten Sie, wir sollten eine dieser Banshees. Ja, ich weiß. Rechtzeitig zum Impulsgenerator. Wie soll man da denn vernünftig durch? Wir müssen den Generator mit einem Nachtpunkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem Nachtpunkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem Nachtpunkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Ich brauche noch 2 Schuss für den scheiß Panzer. Wie soll ich denn mit der beschissenen Ausrüstung irgendwo hinkommen? Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Weil ich weiß, bin ich hier der mit der Shotgun. So. Okay, da drüben ist der Panzer. Warten Sie, wir sollten eine dieser Banshees nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Impulsgenerator. Shit, 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 shit. Ohne Granaten ist natürlich auch super. Vielleicht den Bändchen nicht kaputt machen, mit dem ich fliegen will.
Dann können wir das Banshee wahrscheinlich auch nicht zerballern. Ich hoffe, das Ding ist noch heile. Ich meine, damit habe ich ja voll mit dem Raketenwerfer drauf gelunzt. Auch jetzt stell dich hin, du Scheißding. Gut, los geht's. Ist noch heile, sehr schön. Punkt stellt unser Ziel dar. Gut, dann fliegen wir erstmal einfach raus hier. So viel Mühe für so ein einfaches Banshee. Ja, da reinfliegen kann ich damit nicht, ne? Ja, ist ja gut. Das Ding ist nicht so cool wie ein Ghost. Dann halt eben zu Fuß und mit... Oh, wir haben noch die Raketenwerfer und die Shotgun hier. Das ist doch richtig geile Ausrüstung. Das ist der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe Ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen EM-Puls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen Sie in den Strahl hineinlaufen. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Das sind natürlich die Viecher am Arsch. Wir haben keine Energiewaffe. Was richtig unpraktisch ist. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem NAV-Punkt, wenn wir näher dran sind. In der nächsten Schlucht. Wow, das hat ja richtig gut funktioniert. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem NAV-Punkt, wenn wir näher dran sind. Gehen wir durch diese Tür. Energiewaffen? Someone? Ich hoffe, damit kommen wir ein bisschen weiter. Der Raketenwerfer jetzt benutzen, ist glaube ich ziemlicher Selbstmord. Noch ein paar Raketen, paar Granaten. Geben wir in dem Moment die scheiß Shotgun-Muni natürlich aus. Wie könnte es auch anders sein? Ja, warum hilft die Allianz uns nicht eigentlich? Müsst auch in dem ihr noch. Scheiße. Ist auch in dem ihr ein Interesse,
wenn wir das Halo zerschrotten. Also zumindest damit halt verhindert, dass alle sterben. Dann können sie immer noch Krieg mit uns führen. Meine Güte, egal schon was aus, der Dude. So. Also den ganzen Weg, den wir mit dem wunderschönen Ghost gefahren sind, können wir jetzt erstmal wieder zurück. Ja, fuck. What the fuck? Ja, eigentlich müssen ja die blauen Pfeile eigentlich in die andere Richtung zeigen, ne? Shit. Oh, da ist ein Zahnstocher. Ich hasse die Zahnstocher-Typen. Scheiße. Allianz und Flat und Wächter. Wir haben uns richtig viele Freunde gemacht hier. Also das, ne? Finde ich ist eigentlich schon eine Leistung, die sollte man anerkennen und eine Leistung, die wir in der nächsten Folge weiterverfolgen werden. Tut mir leid, ja. Für heute sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.